alle Macht geht vom Volke aus, das steht im Grundgesetz, Artikel 20. Und wir entscheiden ja auch, also unsere Urteile ergehen im Namen des Volkes. So eine große Nummer, das war mir dann schon ein bisschen heftig. Aber wie gesagt, durch die mutmachenden Worte von anderen habe ich mich dann dieser Aufgabe gerne gestellt. Diese Lizenz zu der Berichterstattung kommt von den Menschen, die sich für unsere Arbeit interessieren, die unsere Zeitungen kaufen. Ja, formal wird man ernannt als Polizeipräsident von der Landesregierung. Ich bin von der Bevölkerung direkt gewählt worden. Merke ich, was das für eine Bedeutung hat, mit einer Funktion ausgestattet zu sein, die exklusiv bei einem Priester liegt. Das heißt, ich darf einem Menschen verbindlich zusagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das erlebe ich schon als etwas, ja manchmal fast Erschütterndes. Ich leite eine Behörde mit 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Medien können Trends und Thematiken verstärken, ganz klar. Sie können das eine oder andere möglicherweise auch ein bisschen abschleifen oder andicken, je nachdem, wie man möchte. Aber einen Grundtenor über Medien zu verändern, halte ich für schlechterdings unmöglich unter demokratischen Gesichtspunkten. Die Macht, die wir haben, ist für die Beteiligten eines Verfahrens sehr groß. Dass ich helfen kann, dass ich auch bestimmte Themen mit befördern kann. Ich finde es als ein Zutrauen, als ein Vertrauen und als etwas, wo mir jemand sagt, du kannst das. Einfluss kann man ausüben auf Menschen, die einem vertrauen, die einem zuhören. Gestaltungsmöglichkeit, wenn sie gut genutzt wird und von Übel, wenn sie missbraucht wird. Und hoffe immer wieder, dass ich es so würdig tue, dass es den Menschen wirklich gut tut. So hole ich mir natürlich auch den Rat erfahrener Menschen ein. Die befrage ich dann auch vorher. Angst vor Entscheidungen habe ich nicht. Diese Angst habe ich täglich, falsche Entscheidungen zu treffen. Sich bewusst sein, dass es auch andere Standpunkte gibt und dafür offen sein. Dass wir aber auch einbeziehen, welche Interessen gibt es. Aber es ist ganz selten so, dass ich einsam und alleine irgendetwas entscheide, was alle anderen für völlig falsch halten. Dass die Meinungen nicht immer gleich sind. Wenn man miteinander redet, hat man trotzdem nicht immer dieselbe Meinung, aber man hört nochmal die andere Position. Und dass Sie diese Rolle demütig, aber doch mit einer gewissen Festigkeit wahrnehmen sollten. Und dann hat die Macht auch viele Möglichkeiten zu gestalten. Man ist schon auch verantwortlich vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich politisch in einer Partei engagieren. Dass nur derjenige Macht haben sollte, der auch in der Lage ist, vernünftig damit und verantwortungsvoll damit umzugehen. Immer diese innere Haltung haben, ich tue es für das Ganze. Journalisten sind genau das, was das Wort Medium aussagt. Sie stehen irgendwo dazwischen. Sie vermitteln was von A nach B. Dann gemeinsam mit dem Rat und mit der Verwaltung über die Geschicke der Stadt bestimmen kann. Das eine oder andere vielleicht auch bewegen oder bremsen. Macht sollte derjenige, diejenige übernehmen, der oder die sie auch bewusst annimmt. Wichtig ist vor allen Dingen, dass Macht geteilt wird, dass sie nicht ungeteilt ist, dass es nicht einen oder eine gibt, die sagt, was richtig ist. Und wenn ich einen Positivbegriff mal dagegen stelle, dann ist das für mich der Begriff Vollmacht. Jemand eine Vollmacht zu erteilen, heißt ja, ihm zu sagen, du kannst das, ich vertraue dir und ich bitte dich, diesen Auftrag jetzt umzusetzen. Der Einfluss, dass man eine Wirkung erzielt, das muss durch gute Vorschläge, durch intensives Diskutieren, muss dieser Einfluss erarbeitet werden. Merke aber, alleine die Anwendung von Rechten hilft noch nicht in guter Weise, mit den Menschen umzugehen, also Macht auszuüben. Von der Art und Weise, wie man jemanden überzeugen kann, durch Macht, mit Angst, geht das nicht. Seitdem ich so öffentlich bin, kennen mich auch viel mehr Menschen. Als Polizeipräsident steigt ein bisschen der Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Und ich wurde dann nicht mehr Martin genannt mit meinem Vornamen oder Herr Tenge, sondern ich war auf einmal Herr Kaplan. Ne? Also so mit dem Titel wird man auf einmal angeredet. Das ist also sachbezogen, das ist nicht auf meine Person bezogen. Das schränkt die Freizeit ein. Also um die Macht auszuüben, muss man sich auch einbringen. Macht ist für mich Verantwortung. Um dann zu einer vernünftigen und interessengerechten Entscheidung zu kommen. Wenn man keinen Respekt vor der Aufgabe hat und vor der Herausforderung, jeden Tag Dutzende Entscheidungen fällen zu müssen, worüber man berichtet in einer Zeitung oder worüber ein Internetportal und wann es das tut vor allen Dingen, dann wäre man schief gewickelt. Macht ist für mich eine Möglichkeit, die Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen.